Geheimbefehl 24H. Die Sowjets entwickeln einen neuen Panzer, der Schockwellen durch das ganze Gebiet schickt und alles zerstört. Wir müssen die Entwicklung dieser Waffe stoppen. Schleusen ihren Spionen alle drei sowjetischen Technologiezentren ein, um die Position der Fernlenkstation des Panzers aufzudecken. Zerstören sie diese Station. Dadurch wird die Produktion der Panzer unterbrochen, sodass sie die Anlage zerstören können. Die sowjetischen Panzer werden durch den eisernen Vorhang geschützt. Sie müssen ihn also unbedingt zerstören. Verstärkungen sind eingetroffen. Moin, moin, herzlich willkommen zurück zur allerletzten Mission in Polen und auch zur allerletzten Mission generell der Alliierten. Danach geht es nämlich schon mit den Sowjets weiter und wie ich hier sehe, starten wir mit einer Basis, die hier so ein bisschen halb kaputt ist, ohne Strom und mit einer Erzraffinerie, die so weit weg ist, wie sie nur sein kann. Da brauchen wir auf alle Fälle eine Menge Erztransporter, beziehungsweise ich werde hier gleich mal eine zweite Erzraffinerie bauen. Guck mal, wie groß das Erzfeld bitte ist. Ja, einen Spion haben wir auch schon. Was haben wir hier? Das sind vermutlich die Spezialpanzer, die wir ausschalten sollen. Ja, das können wir schon mal... Können wir das cheesen? Probier das mal. Die sollen ja eigentlich durch einen eisernen Vorhang geschützt sein, aber das wäre ja ganz witzig. Ich glaube, die können die outrangen. Bestätigt. Oh ne, kann die doch nicht. Okay, dann müssen wir sie gleich zurück teleportieren. Interessanterweise sind sie aber auch nicht unverwundbar. Naja. Okay, das Erzfeld ist sehr klein. Da müssen wir gleich mal für Nachschub sorgen. Okay, hier brauchen wir auf alle Fälle ein bisschen Verstärkung. Bleib mal bitte in Bewegung. Oh, das ist nicht so gut. Ein eiserner Vorhang. Kannst du den ablenken vielleicht? Nee, leider nicht. So, du baust dich hier hin. Ja, wir können nicht nur warten, bis der aufhört, der eiserne Vorhang. Was ist hier? Wird gebaut. Forschung der Distanz mit. Ach, das ist der. Ach so, das sind die gar nicht. Okay, dann ist ja gut, dass ich die hier stehen habe. Dann dürfen die doch weiter stehen bleiben. Ihr sollt dem Panzer mal helfen, jetzt wo der wieder verwundbar ist. Und ich kann die auch gleichzeitig als Anti-Air benutzen, falls ich die brauchen sollte. Das ist eigentlich mal ganz schön. Unser Mechanik ist auch fertig. Es läuft ja wie ein Länderspiel hier, ne? Ich brauche noch ein bisschen Energie, würde ich sagen. Aber wir müssen auf alle Fälle erstmal ein zweites Erz finden. Also würde ich sagen, wir bauen mal ein paar Schützen. Der Spion kann ja schon mal erkunden. Ihr könnt euch hier in die Mitte stellen und ja, ihr erkundet mal das Gebiet so ein bisschen grob. In jede Himmelsrichtung schicken wir mal ein. So, und weiter geht der wilde Spaß. Ein bisschen Strom. Wir können ja auch eine Werft hinbauen, ne? Ich glaube, das könnten wir sogar machen. Wir haben 4 Sammler, 5 Sammler. Ja, also Sammler haben wir genug. Uns fehlt wirklich Geld. Ihr sollt eigentlich nicht alle rechts erkunden. Wir brauchen Silos. Oh, wir brauchen sogar Silos. Das liegt daran, weil wir keine Panzer produzieren. Das Problem können wir mal sofort lösen. Brauchen wir einen Zerstörer. Ein Heliport können wir bauen. Ach, hier ist schon mal ein großes Erzfeld. Das ist wunderbar. Guck mal, wie groß das ist. Hier ist auch nochmal ein Diamantenfeld. Das ist sehr gut. Okay, hier sind Tesla-Spulen. Da kommen wir nicht weiter. Ja, oh, die verlieren wir. Na gut, zumindest konnten wir sie verkaufen. Das heißt, wir kriegen das Geld wieder. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn sie das hier im Hinterland abwerfen. Da muss ich gleich mal ein paar Bunker bauen. Das werden die nämlich... Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie das machen. Tarnbunker. Jetzt kommst du nach vorne. Da können wir auch mal einen Medic bauen. Für die ganzen Infanteristen, die wir haben. Kannst du die platt fahren? Leider nicht. Das Erzfeld ist auf alle Fälle sehr groß. Ich überlege, ob ich da hinbaue. Oder ob das zu viel Aufwand wäre. Es wird bereits gebaut. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Ich glaube schon, dass ich das lohnen kann. Wird gebaut. Bestätigt. Stell dich hier mal vorne hin. Oh, wir brauchen Luftabwehr. Raketenwerfer, zweite Waffenfabrik. Du gehst in die Mitte, bitte. Ich glaube, das reicht nicht. Okay, das reicht definitiv nicht. Einheit verloren. Ja, das Problem ist, wenn man nicht die kritische Masse hat, dann schießen ja leider die Infanterie kaputt.
Aber gut, das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Schon gut. Das ist jetzt einfach so. Ja, Sir. Sofort. Bestätigt. Jawohl. Bereit zum Einsatz. Wird aber auf jeden Fall nochmal einen zweiten Mechanic jetzt bitte ich viele Flugzeuge. Wir brauchen Einheit bereit. Definitiv mehr Flugabwehr. Okay, Panzerangriff kommt auch noch. Das geht hier heiß her. Hat die auch nicht mehr gerettet. Haben wir zumindest ein bisschen. Okay, doch keine Infanterie. Ist gerade zerstört worden. Spart die mal platt. Unsere zweite Waffenfabrik ist auf alle fertig. Damit können wir mal die Produktion mal ein bisschen ankurbeln. Ja, brauchen wir sonst noch was? Technologie-Center könnten wir mal bauen. Einheit. Meine Luftabwehr darf sich hier nach rechts bewegen. Ich mache jetzt so einen Luftschirm. Dann kann ich da auch meinen zweiten Mechanic reinstellen. Der Medic bleibt in der Mitte, dann kann er alles schön hochheilen. So sieht das doch ganz gut aus. Okay, hier muss ich mich mal um die ganze Infanterie kümmern. Und hier wollte ich eigentlich nach rechts mal bauen, fällt mir ein. Vielleicht geht das aber auch so, wenn wir genug Sammler haben. Wenn ihr denn auch mit dem Erzfeld hinfahrt. Ich weiß nicht, wo ihr auch unterwegs hin seid, aber... Also wenn ihr alle diese drei kleinen Erzfelderchen hier abgrasen wollt, dann seid ihr falsch. Ja, okay, das müssen wir definitiv ändern. Wir haben hier zu wenig Geldeinkommen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Ah, hier ist sogar ein Ersttransporter. Den könnten wir mal kaputt schießen, würde ich sagen. Da haben unsere Panzer was zu tun. Die nehmen wir auch mal mit. Hier wird was abgeworfen. Da brauchen wir definitiv einen zweiten Bunker. Wir brauchen hier wirklich alles. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Infanterie gebaut. Ja, Sir. Sofort. Erwarte Ihre Befehle. Einheit verloren. Klar doch. Ja, Sir. Geh da mal mit hin. Du kannst dich hier in die Mitte stellen. Ja, uns fehlt das Geld vorne und hinten. Jawohl, Sir. Können wir mit dem hier ein bisschen scouten oder wird er dann von unten aufgefuttert? Wird so ein bisschen schwierig hier. Die stehen hier echt perfekt. Die können ja alle Medpanzer aufhalten. Wird gebaut. Irgendwann müssen wir mal in... Luftreichweite kommen, in meine Anti-Air-Reichweite. Hier können wir auf alle Fälle schon mal den Sammler ausschalten. Dann kriegen die Gegner hoffentlich auch keine Verstärkung mehr. Links, rechts, oben, unten, ich weiß es nicht. Baue es mal irgendwo hin. Wird reparieren. Quatsch auch mal wieder hoch reparieren. Einheit bereit. Unsere Panzerproduktion ist so schön schnell, deswegen ist sofort unser Geld weg. Ich wollte auch mal mit dem Zerstörer mal ein bisschen erkunden. Lebt mein Spion? Ja, der lebt. Was haben wir hier? Tesla-Infanterie. Okay, die ist natürlich schwierig zu bekämpfen mit Panzern, weil die Panzer keinen Schaden machen und gleichzeitig machen die viel Schaden gegen meine Fahrzeuge. Vor allem, wenn sie meinen Jeep angreifen. Der einzige, der so richtig Schaden macht. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Immer noch was zu reparieren. Ich wollte ein Technologiecenter bauen, wird ne? Gebaut. Nee, ich wollte für mehr Geld sorgen. Das ist, dauert mir hier zu lange. Abgebrochen. Konstruktion abgeschlossen. Kann ich vielleicht hier oben auch einen hinbauen? Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Was haben wir hier? Ja, Sir. Oh, das ist eine Batterie. Die möchte ich natürlich nicht unbedingt bekämpfen. Die ist ein bisschen zu stark für meine Chronopanzer. Ich hoffe, dass der jetzt kein von diesen Spezialfahrzeugen angefahren kommt. Aber wir können sie mal gerade zur Reparatur zurückschicken. Jawohl, Sir. Ah, okay. Hier werden die gebaut, dann fahren die hier hoch. Okay. Und hier ist das Technologiezentrum. Ich glaube. Da haben wir das auch schon mal gefunden. Dann lassen wir die Hunde los. Okay. Ich keine Ahnung. Wir laufen einfach mal weg. Ja, Sir. Bestätigt, Sir. Ich glaube, hier ist kein zweiter. Ah, okay, die verfolgen den. Verloren. Jetzt haben wir schon mal so einen groben Überblick. Hier ist vermutlich der Bauhof. Ja, Sir. Einmal zur Reparatur, bitte. Ihr dürft zurückfahren. Und euch teleportiere ich mal
Ich dachte schon, da fährt gerade einer so einen von ihren Spezialpanzern hoch, aber Gott sei Dank doch nicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird repariert. Ja, das war vielleicht nicht der beste Platz für einen Heli. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass sie hier was abwerfen. Ich würde sagen, die können wir gleich mal hochteleportieren. Ich muss erst mal warten, bis die alle weggefahren sind. Einheit verloren. Wie gemein. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass hier die Hunde hochkommen. Das haben wir verloren. Oh Gott, wir haben eine Mechanik verloren. Das war natürlich jetzt richtig teuer. Wird gebaut. Ah, wie ärgerlich. Ich muss hier einen Bunker vorbauen. Okay, ich kann hier trotzdem schon mal bauen. Und ein bisschen Abwehr. Die wollten wir zurück teleportieren, falls hier gleich wieder so ein Met-Panzer langfährt. Konstruktion abgeschlossen. Zack. Hier besiegt hier mal die Panzerchen. Ich glaube, es kommen auch irgendwie keine Sammler mehr nach. Also ich glaube, da haben wir den Geldhahn abgedreht. Das war schön einfach. Bleib doch mal stehen, guter Mann. Geht doch. Also, ihr fahrt zur Reparatur. Du fährst da wieder zu. Du kommst dazu. Technologie-Center. Da kommt hier gleich mal ein Bunker hin. Wird gebaut. Weil ich habe nicht so viel Baureichweite. Du kannst mal weiter erkunden. Konstruktion abgeschlossen. Habe ich mir schon gedacht. Ich will den halt davor bauen, sonst bringt der Bunker mir nichts. Konstruktion. Weil wenn die jedes Mal Hunde loslassen, wenn ich einen Spion wo reinschicke, dann wird das ja noch mindestens zweimal passieren. Wir müssen ja insgesamt abgeschlossen. 3 Technologie-Center einnehmen. Wird gebaut. Ich werde doch mal ein paar mehr Kronepanzer bauen. Ich werde auch ein Kreuzer bauen noch. Ja, was machen wir mal? Können wir hier die Tesla-Spuren vielleicht angreifen? Konstruktion abgeschlossen. Sind da nicht eigentlich sogar mehr Reichweite? Bestätigt. Bestätigt. Jawohl. Sehr gut, der kann sich da schon mal drum kümmern. Hier kommt der Bunker davor und ich habe immer noch vergessen, hier die Raffinerien zu bauen. Ich glaube, mittlerweile lohnt es sich schon fast gar nicht mehr. Wird gebaut. Ständig wird man hier unterbrochen. Erzraffinerie, dann können wir die hier oben zumindest mal verkaufen. Die brauchen wir nicht. Ist sowieso am Arsch der Heide. Gebaut. Ja, klar doch. Die verkaufen wir, dass sie nicht im Weg stehen. Du solltest dich eigentlich hier hoch teleportieren. Hä? Klar doch. Schon gut. Warum willst du da nicht hingehen? Auf geht's. Klar doch. Irgendwie ein bisschen kaputt. Erwarte ihre Befehle. Was ist denn los mit dir? Auf geht's. Geht schon klar, Chef. Normalerweise kann man sie da eigentlich hinbekommen. Ich weiß nicht, warum man es nicht macht. In Ordnung. In Ordnung. Okay, jetzt geht's. Sofort. Komisch. Irgendwie ein komischer Bug habe ich sogar auch noch nicht gehabt. Wie viele Bunker soll ich hier noch hinbauen? Gestoppt. Wir werfen es hier ab, dann werfen es hier ab, jetzt werfen es hier ab. Ich bin ja nur am Hochbunkern. Oh Mann, oh Mann. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwas ist mit diesem Feld hier komisch. Normalerweise kann man sie da nicht drauf beordern, aber irgendwas ist da verbaut. Jetzt sollte es auf alle Fälle gefixt sein. Ihr kümmert euch um alles, was da hochfährt. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt haben wir aber wirklich Bunker in Mass gebaut und ich habe immer noch gebaut. Nicht meine Erzraffinerie gebaut. Gestoppt. Ich habe vorhin auch keine Panzer mehr gebaut, ne? So, ich will hier am Kronepanzer bauen. Na gut, da bauen wir noch einen, dann ist es hier auch zu, dann kann da auch gar keiner mehr hochfahren. Ich weiß nicht, ob das dann verbuggt. Aber da bin ich bereit, das auszuprobieren. Hätte ich immer noch nicht kaputt gekriegt. Einen Spion brauchen wir auf alle Fälle. Könnte ich ja nicht auch mal bauen. Kreuzer schicken wir mal runter. Bestätigen in Ordnung. Der kann da aushelfen. Gestoppt. Gestoppt. Wo ich das alles baue, baue ich jetzt aber erstmal wirklich die Erzraffinerie fertig. Sonst vergesse ich das wieder. Gebäude verkauft. Verkaufe ich mal, dass die hier besser durchfahren können. Die lasse ich einfach mal, dass wir ein bisschen was über haben. Ja, stell dich mal davor. Kostet ja nichts. Ja, Sir.
Weil die... Deswegen kriege ich die ganze Zeit kein Geld. Die sind hier verbuggt. Ah, und ich warte die ganze Zeit da drauf. Oh. Okay, das ist mal gut zu wissen. Kann ich natürlich lange auf mein Geld warten. Wird repariert. Ja, wir haben hier zu viel Verteidigung hochgezogen. Das Ding brauche ich nicht. Ich habe irgendwas Dickes verloren. Ah, hier ist wieder so ein Spezialpanzer. Kriegen wir den abgeschossen? Dankeschön. Konstruktion abgeschlossen. Jawohl, das klappt sogar. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das von der Baureichweite her passt. So, wir müssen jetzt keine 10 Kilometer mehr fahren. Der kann sich vielleicht zurück teleportieren. Dann können wir jetzt mal den Spion und den Dieb bauen. Den Chronopanzer können wir fertig bauen und dann wieder die Panzerproduktion weitermachen. Der ist am Bau. Oh, hier sind sogar Kraftwerke. Dann können wir auch die zerstören. Klappt sogar. Wunderbar. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gut, dass wir so viele Bunker gebaut haben. Das nicht total übertrieben habe mit der Basisverteidigung, aber gut. Jetzt lassen wir uns hier wenigstens in Ruhe. Baut ihr die nach die Testerspule? Kann das sein? Ja, Sir, in Ordnung. Oder baut sogar die Kraftwerke nach? Ja, Sir, bestätigt. Zack. Fehlt echt Geld. Vorne und hinten, du Wahnsinn. Aber ich glaube, durch eine Testerspule sollten wir mit der Armee auch durchkommen. Ihr Einsatzfahrzeug gebaut. Bestätigt. Jetzt haben wir hier auch wieder volle Mannzahl. Ja, Sir. Mit denen können wir, glaube ich, jetzt mal einen Angriff übergehen. Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Ja, das machen wir. Oder kannst du vielleicht die Testerspule hier vorne kaputt machen? Okay, der baut dir wirklich nach. Das ist natürlich ein Problem. Muss ich mal gucken, wie wir das am besten lösen. Wir fahren einfach durch. Zerstören alles andere, dann haben sie ja keinen Bauradius mehr. Oder sollten zumindest keinen mehr haben. Hätte ich jetzt so gesagt, das wäre so die höchste Entscheidung. Eigentlich sollen wir ja auch die Spione da reinschicken. Wir sollen die Basen ja eigentlich gar nicht zerstören, ne? Fällt mir gerade ein. Deswegen bauen die wahrscheinlich auch nach. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn die überall Hunde haben. Ich probiere es mal. Ich schicke mal einen Spion da runter. Hier haben wir die ja schon. Da wird die andere vermutlich hier rechts sein. Da brauchen wir dann auch nochmal einen Spion für. Der hält die Panzer davon ab, dass sie da was machen können. Also es läuft doch eigentlich wie ein Länderspiel, hätte ich gesagt. Das größte Problem ist wirklich... Mit dem Erz und meinen Sammlern, die dazu zu bringen, hier mal ein bisschen vernünftig zu sammeln. Ich hoffe einfach mal, dass hier keine Hunde stehen. Aber hier bin ich auch reingekommen. Ah ja, sehr schön, hier ist das schon. Ah, hier sind auch die Flugplätze. Sehr gut. Wir haben bestimmt wieder die Hunde losgelassen. Das heißt, den verlieren wir gleich wieder. Ja. Dann geht er mal rein. Bringt nichts, aber vor den auffressen. Das heißt, der andere ist hier rechts, da müssen wir da einen reinschicken. Und ich hoffe, dann hört er auch auf, hier das immer nachzubauen. Weil das ist natürlich schwierig, wenn er die ganze Zeit die Testerspuren immer wieder hochzieht. Erste Reparatur. Unsere Panzerarmee wächst auch beständig. Das gefällt mir. Ah, okay, hier sind noch ein paar Wachen. Die müssen wir vielleicht einmal gerade ausschalten. Ja, wir warten gerade mal auf die Panzer. Die können die hier mal ausschalten und dann können wir den da reinschicken. Unsere Panzerarmee wächst und wächst. Wird gebaut. Der baut immer noch nach. Ja, Sir. Unzureichende Finanzmittel. Wahnsinn. Ich hoffe, dass wir das irgendwie
mal den Bauhof finden oder so, dass wir das... Oh, nicht zu nah ran, bitte. Dass wir das irgendwie unterbinden können. Ja, Sir. Sonst wird das ein sehr teures Unterfangen, wenn wir die ganze Zeit uns durch wieder nachbauende Tesla-Spuren durchschießen müssen. In Ordnung. Bitte, KI. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich wie bestätigt. Einfach da hochfahren. Ja, Sir. Bitte. Ah, jetzt kommen diese Hunde da natürlich. Das ist natürlich. Die ganze Zeit war ich darauf, dass die hier wieder ankommen. Ich dachte, die machen hier so eine Runde. Nein. Bauen wir den nach, ist ja kein Problem. Stopp. Abgebrochen. Sie machen mich kirre, du, diese Sammler. Ich verstehe gar nicht, warum die hier abbauen, wenn da oben noch eine Erzraffinerie steht. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt, bitte, Commander. Oh, in der Tat. Wenn ich da einfach gleich reinfahren, diese scheiß Tesla-Spuren zerstören, ne? Aber die werden sie vermutlich auch nachbauen. Einfach um die Hunde da auszuschalten, dass ich den Spion da reinkriege, ne? Das kann ja nicht sein. Wird gebaut. Ich brauche ein paar Chronopanzer, die kann man immer gebrauchen. Vielleicht kann ich sie auch hinter die Basis teleportieren irgendwo und vielleicht einen Bauhof oder sowas snipen. Ihr müsst da jetzt einmal Deckungsfeuer geben. Und dann prügeln wir uns jetzt einfach durch. Da sind es auch schon, die Hunde. Ich hoffe, dass das alle waren. So, der Rest kann ja nichts. Muss ja nur Angst haben vor Hunden. Dann wird hier gleich das Technologie-Center hoffentlich sein. Ja, wunderbar. 2 Zentimeter dahinter. Da haben wir jetzt echt eine Menge Panzer für verschwendet. So, nu. Ach, hier unten ist was aufgegangen. Daten empfangen und Triangulation abgeschlossen. Die Position des Kontrollzentrums befindet sich im Südosten. Suchen Sie nach einem Leuchtsignal, zerstören Sie das Zentrum. Ja, hier ist auch der Bauhof. Ja, das können wir doch machen. Ich würde sagen, da können wir doch unseren Chronopanzer für nehmen, ne? Am besten direkt auf die Infanterie drauf. Dann kann sie nicht zurückschießen. Ich kann nur hoffen, dass jetzt nicht einer von diesen komischen Spezialpanzern jetzt hier hochgefahren kommt. Ich glaube, wenn der einmal feuert, wird das hoffentlich nicht so schlimm sein. Ja, so sieht das ja schon mal ganz gut aus. Dann kümmert euch mal die Infanterie. Das ist echt Wahnsinn, wie stark so ein einzelner Infanterist gegen diese Kronenpanzer ist. Junge, 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 das tut ja weh zuzuschauen. Kontrollzentrum ausschalten. Natürlich kommt ein Infanterist raus. Ich sag mal, wenn man genügend hat, dann kann man die auch noch ein bisschen zerstören, aber... Ach, wir haben sogar mehr, sehe ich gerade. Ja, ist in Ordnung. Zack. Bauhof haben wir auch zerstört, das heißt, die werden jetzt hoffentlich nicht mehr nachgebaut. Aber das sehen wir gleich mal. Ich kann das hier schon mal einreißen mit den Gebäuden. Und dann können wir gleich mal mit unserer Panzerarmee reinrollen, würde ich sagen. Stören wir nämlich direkt hier mal die Waffenfabrik und dann auch diese Spezialpanzer. Und dann sollten wir diese Mission ja eigentlich auch geschafft haben, ne? Wir haben den noch nichts nachgebaut, aber es dauerte mal einen Moment. Jetzt dabei. Eine Menge Anti-Air. Gut, dass wir Chronopanzer gebaut haben. Mit Helis wäre das eine schwierige Aktion hier geworden. Hell, die immer kaputt gehen. Wahnsinn. Ja, damit haben wir auch alles zerstört. Dann dürft ihr alle mal zur Reparatur zurückfahren. Oder fahren, in Anführungsstrichen. Teleportieren natürlich. Ach, diese Sammler machen mich wahnsinnig. Ich habe ja schon mal erwähnt. Ich verstehe nicht, warum die das hier oben nicht liefern. Irgendwie mögen sie das nicht. Die wollen unbedingt hier unten immer hin. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier genug Panzer angesammelt, wir fahren jetzt hier durch. Gebaut. Oder... Ich komm da doch durch, ne? Wenn ihr... Wenn ich die KI anstellt, schaffe ich das auch. Wenn. Das ist das große Stichwort. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja,
Die dürfen halt nicht zu weit vorfahren. Die anderen dürfen nicht zu weit zurückfahren. Wieder eine abgeschossen. Ach, ich glaube, das lohnt sich nicht. Hätte da auch vorne langfahren sollen. Einfach durchprügeln. Ist echt die Mühe nicht wert. Jetzt haben wir schon 3 Panzer weniger, aber was soll's. Das reicht. Hier ist ja sonst keine Verteidigung. Ja, macht mich. Ihr wollt mich doch ärgern, doch. Ganz ehrlich. Manchmal will mich die KI einfach nur ärgern. Anders kann ich mir das nicht erklären. Helf dem mal. Ich glaube, ich werde da auch mal ein bisschen Unterstützung hinschicken. In Form von Tesla-Panzern. Tesla-Panzer, ich schon ohne Panzer natürlich. Einfach ins Kampfgebiet irgendwo rein. Die werden schon irgendwas abschießen. Hier zum Beispiel. Zerstört mal die Waffenfabrik. Und da unten den schweren Panzer bitte. Und ihr dürft auch runterfahren, wenn ihr das denn hinkriegt, ohne in die Basis zu fahren. So, wir bauen mehr Panzer. Und sehen zu, dass wir den Rest ja auch noch vernichten. Hier ist auf alle Fälle der eiserne Vorhang. Den können wir schon mal zerstören. Das war, glaube ich, sogar vermint, wie ich das sehe. Ich weiß nicht, können wir die jetzt zerstören? Ich glaube ja. Also erstmal ein bisschen uns um die Tesla-Infanterie kümmern. Die sieht nicht nach viel aus, aber die macht richtig Aua. Kümmern wir uns ab. Oh. Haben die jetzt gerade getriggert, dass die Infanterie rauskommt? Interessant. Zack. Ja, ich würde sagen, damit haben wir die mittlere Basis schon mal ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob die anderen auch Produktion haben. Ja, da oben ist noch ein bisschen was. Okay, irgendwo können sie auch wohl noch Panzer bauen, wie ich das sehe. Hier haben sie es nicht nachgebaut. Das heißt, das war der letzte, beziehungsweise der einzigste Bauhof. Ja, das heißt, wir müssen uns hier nur noch durchschießen. Kannst du den anderen auch vernichten eigentlich? Ja, ich würde sagen, da haben wir, glaube ich, die Mission soweit eigentlich geschafft, ne? Ich glaube, wir müssen nur noch... Ich weiß gar nicht, ob wir die Basen überhaupt zerstören müssen, ne? Vielleicht reicht das, wenn wir hier die Panzer vernichten. Nein, das können wir gleich mal ausprobieren. Ich schicke den nämlich gleich mal hoch zur Reparatur und dann können wir mal diese Spezialpanzer vernichten. Dann haben wir die Mission nämlich vielleicht schon gewonnen. Okay, bleibt mal ein bisschen in Bewegung. Ihr seid hier zu verlustbehaftet beim Kampf. Das tut ja nicht Not. Das ist leider alle sehr, sehr angeschlagen. Da gibt es gleich richtig hohe Verluste, wenn ich die nicht mal zurückfahre. Diese Spezialpanzer können sie ja nicht mehr nachbauen, wie ich das sehe. Zieh alle einmal. Dieses Sammler. Gott. Hier fährt vor allem ein gegnerischer Sammler bei mir in der Basis und sammelt hier. Ja, ihr seid auch... Wieso fahrt ihr hier hoch? Also ganz ehrlich. Diese KI, die macht mich fertig. Ja, und der fährt hier durch. Ja, okay, der ist tot. Brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Oh, das ist echt ein Krampf mit diesen Nadelöhren. Ich muss ganz ehrlich sagen. Und das Schlimme ist, die KI in normalen Command Conquer ist noch schlimmer. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, Sir. Bestätigt. Aber wenn man sie in kleinen Stückzahlen fährt, dann funktioniert das meistens, weil sie dann nicht gegeneinander fahren. Sobald sie anfangen, gegeneinander zu fahren, sagt sich der Erste, okay, dann drehe ich um. Das hat so ein bisschen was wie die Dragoons von StarCraft, wenn euch das was sagt. Brood War. Die haben nicht das gleiche Problem. Das ist aber da auch hauptsächlich technisch bedingt. Wird repariert. Auch verloren. Gestoppt. Abgebrochen. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Einheit verloren. Wann habe ich jetzt eine Einheit verloren? An dem einen Infanteristen? Ernsthaft? Das war bestimmt der Chronopanzer. Naja, gut. Sag ich mal nichts zu. Da kriege ich mich nur auf. Sonst läuft es eigentlich ganz gut. Wir haben die Panzerproduktion der Spezialpanzer besiegt. Ja, Sir.
Wir haben den Bauhof besiegt. Wir haben die mittlere Basis eigentlich so ziemlich ausgelöscht. Und die äußeren scheinen nur Infanterie bauen zu können. Ich weiß, wir können die auch mal weiter auslöschen, ne? Wir haben noch unseren Kreuzer da. Ist das hier nur so ein kleiner Kampf mit dem Micro, die alle mal hier hochgefahren, dass repariert werden? Und dann können wir nämlich auch schon wieder loslegen. Das Problem ist, die halten nur einen Tesla-Schuss aus, wenn sie wirklich volle Hitpoints haben. Deswegen muss ich immer zusehen, dass sie repariert sind. Wenn ich die halbtot in Kampfgebiet schicke, dann kämpfen die gegen die Tesla-Spulen und die töten einfach mal pro Tesla-Spule 4-5 Panzer. Dann ist diese große Armee ganz schnell ganz klein. Und ja, Geld gibt es hier auf der Karte nicht mehr. Das heißt, wir müssen haushalten mit dem, was wir haben. Den muss ich gerade so ein bisschen vorsichtig spielen. Ich habe ja noch so einen Dieb, ne? Könnte ich beim Gegner vielleicht mal reinschicken, ne? Aua, aua. Kannst du die V2 abschießen? Jawoll, sehr schön. Dann fahren wir weiter nach vorne. So, die haben wir alle repariert. Den noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter und dann können wir mal den Dieb benutzen. Wollte ich schon am Anfang des Spiels eigentlich benutzen, aber das Problem ist, der ist nicht unsichtbar wie der Spion. Ich bin mir ziemlich sicher, die Gegner schießen ihn einfach ab, wenn der in die Nähe kommt. Das heißt, wir müssen hier erstmal die Verteidigung wegräumen und wenn die Tänzer in Tesla-Spulen nachbauen, geht das natürlich nicht. So wie ich das sehe, ist das Geld bei denen auf alle Fälle noch voll. Also zumindest sollten wir 2.000-3.000 Credits da rauskriegen. Je nachdem, wie viele Silos sie auf der Map haben. Das geht sogar noch. Ich hätte gehofft, dass sie vielleicht keinen Strom mehr haben. Eine Tesla-Spule schafft sogar ein Panzer zerstören, trotz der großen Übermacht, die wir haben. Einfach mächtig. Oh. Der kann aber auch schneller da runter ins Kampfgebiet. Bestätigt. Oh, ist er. Ah, ich mag dieses Teleportieren, das ist wirklich angenehm. Ach, hier ist die Runde. Und noch mehr Panzer. Okay, die haben vielleicht doch noch einen Panzerfabrik irgendwo. Ich denke mal, den Großteil haben wir besiegt. Kommen ja auch wieder Infanteristen raus, tatsächlich. Okay, das scheint so ein Trigger zu sein. Vor allem Tesla-Infanterie spawnen, ne? Schon ganz schön knallhart. Kannst du da runter? Müsstest du jetzt eigentlich schaffen. Ich kümmere schon mal den Rest. Ich habe gesagt, ich wollte eigentlich zu den Panzern, aber ganz ehrlich, ich wollte mich nicht nochmal durch dieses Nadelöhr quetschen. Das war mir jetzt zu doof. Und wenn ich die Basen vermutlich eh zerstören muss, dann haben wir uns das umsonst angetan. Dann fahre ich lieber hier runter und zerstöre gerade die Basis. Oh, wow. Wir haben 14.000 Credits gestohlen. Jawohl, hätte ich das mal vorher gemacht. Hätte ich gewusst, dass der Computer so reich ist. Kein Wunder, dass der die ganze Zeit immer alles nachbaut. Der hat ja quasi unendlich Finanzen in dieser Mission. Das ist ja heftig. 14.000, da muss ja auch eine Menge Silos haben, dass er auch viel speichern kann, ne? Okay, damit haben wir unsere Geldprobleme gelöst. Wir können jetzt wieder Panzer in Massen bauen. Das gefällt mir. Zack. Und damit haben wir die Basis hier auch ausgelöscht. Oh, ich habe gerade meinen eigenen Panzer in die Luft gejagt. Das war nicht so clever. Ich würde sagen, wir können uns gleich mal um die Panzer hier vorne kümmern. Das sollte die Armee eigentlich schaffen. Sie sind zwar ein bisschen angeschlagen, aber... Jetzt haben wir genug Geld, das brauchen wir jetzt, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Wenn wir ein paar Panzer verlieren. Der Gegner hat ja auch nicht mehr viel über, der hat hier noch so ein bisschen Basis über. Kann gut sein, dass die Tesla-Spulen schon gar keinen Strom mehr haben. Vor allem, wenn ich hier unten die Kraftwerke noch zerstöre. Aber wenn das schon reicht, dass wir die hier vorne zerstören, dann müssen wir ja nicht hier unnötig alles kaputt machen.
Einheit. Ja, wir haben richtig. Wird gebaut. Das Bau verloren. Richtig viele Panzer. In Ordnung, bestätigt. Dann nehmen wir die natürlich mit, wenn wir sie haben. Mit denen greifen wir jetzt hier mal an. Das wird natürlich ein bisschen anstrengend hier durch das Nadenöhr. Ziehen sich sofort wie ein Kaugummi die Fahrzeuge. Wollen ja geschlossen angreifen. So sieht das doch ganz gut aus. Attacke! Können sie auch nicht mehr gerettet werden von einem eisernen Vorhang. Wenn wir ein bisschen in Bewegung bleiben, ist der Schaden auch nicht ganz so schlimm. Und dann sehen wir mal, ob wir gleich die Mission schon gewonnen haben. Wir dann schon rüber können in die sowjetische Kampagne vom Expansion-Gegenschlag. Ah, nee, leider nicht. Naja, gut, nicht so schlimm. Zumindest haben wir das Missionsziel ja schon mal erfüllt. Weil wenn wir eh alles auslöschen müssen, dann gehören die natürlich auch dazu. Die sind natürlich sehr, 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 sehr angeschlagen. Ach, was soll der Geiz? Kommen sie einfach mit. Wenn sie drauf gehen, dann gehen sie drauf. Ich brauche kein Geld mehr sparen. Das sind eh nur noch die restlichen Gebäude, die ich vernichten muss. Und dann sind wir nämlich auch schon fertig mit der Mission. Und das Schöne ist, dann sind wir nicht nur fertig mit der Mission, dann sind wir sogar komplett fertig mit der Kampagne der Alliierten. Dann geht es nämlich schon weiter mit den Sowjets. Da freue ich mich schon drauf. Persönlich spiele ich die Sowjets ja lieber als die Alliierten. Aber die Alliierten haben natürlich echt schönes Spielzeug, ne, mit dem Kronepanzer und so. Aber das Schöne ist, als Sowjets hat man selber Zugriff auf Tesla-Spulen. Und man muss sich nicht mit Hunden rumärgern. Ja, aber das ist hauptsächlich interessant für diese Untergrundmissionen. Apropos Untergrundmission, nach den Sowjets kommt dann die Expansion, die Expansion mit. Wie heißt sie nochmal? Ich glaube, sie kam von Retter Nerd, wo wir gegen Ameisen kämpfen. Das wird auf alle Fälle interessant. Das spielen wir auch wieder als Alliierte. Oder mehr oder weniger, da gibt es halt viele Sondermissionen. Das hat mir, weiß ich noch, früher sehr viel Spaß gemacht, die Kampagne. Da freue ich mich auch schon drauf. Die kommt aber ganz, ganz, ganz zum Schluss. Da müssen wir erstmal Vergeltungsschlag mit den Sowjets fertig machen. Mal ein bisschen Verstärkung. Ja, und wir löschen noch die letzten Gebäude aus. Machen das hier fertig. Jetzt zwar mit hohen Verlusten, aber was soll der Geiz? Dann holen wir uns hoffentlich noch eine schöne Beförderung ab. Ich glaube, wir sind immer noch nicht General. Also General möchte ich ja mindestens werden. Wenn ich hier schon alles für die mache. Ich meine, wir haben Atombomben abgewehrt, wir haben Superpanzer abgewehrt, wir haben Atomflugzeuge abgewehrt. Also was haben wir denn nicht alles gemacht? Und jetzt so ein Mettpanzer. Ich finde, da steht uns die Belohnung zum General zu. Ja, nicht hergekommen. Bin hier mit abgeworfen, mit dem Abwehr schon vom Wasser. Kommen die ja vielleicht als Verstärkung rüber. Das wäre natürlich interessant. Was auch interessant ist, was wir hier noch besiegen sollen. Steht hier noch irgendwo ein einsamer Sammler? Vermutlich, ne? Ah ja, die Suche nach der letzten Einheit. Okay, hier vorne ist noch ein schwerer Panzer. Der sich hier eiskalt versteckt. Ach ja, wir kennen es. Das ist ja ein klassisches Abschluss, was ich immer wieder gesagt habe. Dieses antiquierte Missionsdesign so gesehen, dass man wirklich nicht gewonnen hat, bis man die allerletzte Einheit zerstört hat. Und wenn es ein Infanterist am Rande der Karte ist. Das, sowas wird halt heutzutage nicht mehr gemacht. Ist auch eigentlich Quatsch, aber. Ja, so, das gibt so die Nostalgie wieder. Auf alle Fälle eine schöne Kampagne bei den Alliierten. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns bei den Sowjets dann wieder, ne?
Ciao, ciao. Commander, ich hatte Sie erst in ein paar Tagen erwartet. Ich habe gerade mit ein paar sehr hohen Tieren über Sie gesprochen. Ja, wenn man London vor der Atombombe rettet, erregt man Aufmerksamkeit. Der Premierminister hat gerade einen riesigen Korb rübergeschickt mit einem, naja, mit Präsenten. So als eine Art Trostpreis. Sie wissen schon, wir kriegen Polen, die Jungs einen Präsentkorb. Tja, ich weiß, Sie haben noch wichtige Einsätze vor sich. Ich will Sie nicht aufhalten. Machen Sie weiter so, mein Sohn. Commander, oder sollte ich General sagen? Sind Sie noch im Dienst? Gehen Sie da raus, trinken Sie ein Bier. Sie sind ein Held. Verdammt, wir sind alle Helden.